Hallo zusammen. In diesem Video sehen wir uns an, wie man in Planter Project ein neues Projekt anlegt. Hierfür haben wir uns bereits mit dem Planter Demo Benutzer R41 angemeldet. Dieser Benutzer verfügt über die Multiprojektmanagement-Rolle und damit über die Berechtigung, neue Projekte anzulegen. Nach der Anmeldung befinden wir uns im Multiprojektboard im Modul Projekte. Hier sehen wir eine Übersicht über alle Projekte. Um nun ein neues Projekt anzulegen, haben wir zwei Möglichkeiten. Für die erste Option fahren Sie zunächst hier links mit der Maus über die Schaltfläche Benutzermenü, um das Benutzermenü aufzuklappen. Hier klappen Sie dann den Bereich Multiprojektmanagement und Projektplanung auf. Dort finden Sie die Option Neues Projekt. Alternativ können Sie auch die Schaltfläche Neues Projekt im Modul Projekte nutzen, um ein neues Projekt anzulegen. Diese Schaltfläche steht Ihnen nur in wenigen Modulen zur Verfügung, wohingegen Sie die Option im Benutzermenü immer benutzen können. Nach dem Klick auf die Schaltfläche Neues Projekt öffnet sich ein Panel für unser neues Projekt. Es enthält verschiedene Bearbeitungs- und Ansichtsmodule, in denen verschiedene Daten des neuen Projekts erfasst werden können und über die das Projekt später gesteuert werden kann. Wir befinden uns hierbei im Datenblattmodul, das in Planter Project Projektsteckbrief genannt wird. In diesem Modul werden die grundlegenden Daten eines Projekts erfasst und gepflegt. Wie Sie sehen, wurde für unser neues Projekt bereits automatisch eine ID generiert. Diese kann bei Bedarf hier über die Bearbeitungsschaltfläche geändert werden. Für unser Projekt möchten wir gerne die ID Video nutzen. Wir klicken also auf die Schaltfläche und bestätigen die Abfrage. Dann tragen wir die neue ID ein und bestätigen die zweite Abfrage. Daraufhin wird unsere ID geändert. Eine Bezeichnung für das neue Projekt können Sie hier oben im Projektkopf oder direkt im Feld Projektbezeichnung eingeben. In unserem Fall möchten wir das Projekt IT-Projekt nennen. Mit der Tastenkombination STRG und S oder durch Klick auf den Speicher-Button hier oben können wir unsere Änderungen speichern. Als Manager des Projekts wurde automatisch der aktuell angemeldete Benutzer Georg Hart eingetragen. Das möchten wir zunächst beibehalten. Neue Projekte erhalten automatisch den entsprechenden Code. Der Code dient dazu, die Projekte in Auslastungsdiagrammen farblich voneinander abzugrenzen oder verschiedene Auswertungen gruppiert nach dem entsprechenden Code zu ermöglichen. Nun möchten wir noch weitere Daten zu unserem neuen Projekt ergänzen. In der Listbox Projektart wählen wir beispielsweise die Option IT-Projekte aus. Unser neues Projekt soll in einer Woche starten und in 6 Monaten enden. Für diese Termine sind in Planter Project die Felder Wunschanfang und Wunschende vorgesehen. Die kalkulierten Termine werden später vom Programm unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren errechnet. Die Ist-Termine sind erst vorhanden, wenn unser Projekt gestartet oder beendet wurde. Unsere Änderungen speichern wir wieder mit STRG und S oder dem Speicher-Button. Bei Bedarf können Sie auch noch weitere Daten zu Ihrem Projekt erfassen, beispielsweise eine Beschreibung oder eine Aufliste der Ziele des Projekts. Wir möchten noch ein Projektteam für unser Projekt zusammenstellen. Hierfür klappen wir den Bereich Stakeholder auf und klicken auf die Schaltfläche Stakeholder zuordnen. Wir wählen die Option Kernteam aus und wählen dann die gewünschten Stakeholder aus. Wenn wir unsere Auswahl getroffen haben, klicken wir auf Ausgewählte zuordnen und die Stakeholder werden dem Kernteam zugeordnet. Im Bereich Attribute Parameter sehen wir an diesem Schlosssymbol, dass unser Projekt momentan noch gesperrt ist. Das bedeutet, dass sich das Projekt derzeit noch in Planung befindet und deshalb noch keine Buchungen darauf erfasst werden können. Wenn wir die Projektplanung abgeschlossen haben, werden wir die Checkbox deaktivieren und das Projekt somit freigeben. Nun wissen Sie also, wie man in Planter Project ein neues Projekt anlegen kann. Im nächsten Video zeigen wir Ihnen, wie Sie den Terminplan Ihres Projekts erstellen. Wenn Sie weitere Fragen haben oder Hilfe brauchen, schauen Sie in unserer Online-Hilfe nach oder melden Sie sich beim Support. Unser Team freut sich darüber, Ihnen weiterhelfen zu können. Dankeschön, dass Sie sich für Planter entschieden haben.